Hallo und herzlich willkommen zu einem Video aus dem Stimmlabor. Heute möchte ich dir eine Software vorstellen, die heißt Voce Vista Video Pro. Hier oben links oben steht es in der Ecke. Und die wurde entwickelt von zwei Obertonsängern, Bodo Maas und Wolfgang Saus, die beide auch als Stimmforscher tätig sind und diese Software entwickelt haben, um sichtbar zu machen, was passiert in der Stimme, frequenztechnisch. Na, du siehst bei mir jetzt hier den tiefen Grundton, der läuft hier unten mit der Sprachmelodie rauf und runter. Und darüber schwingen die Obertöne mit. Ich mache das mal langsam, indem ich die Vokale singe. Dann kannst du mal die unterschiedlichen Frequenzen der Vokale beobachten, wenn ich einen Grundton dabei halte. A, E, I. Schauen wir uns das nochmal an, was da eben passiert ist. So. Ja, du siehst, der Grundton ist relativ stabil mitgelaufen die ganze Zeit. Ich kann hier auch so eine Linie einbauen, wo man sieht, was war das eigentlich für ein Ton? Ein GIS minus 27 Hertz etwa. Also kein sauberer Halbton aus der klassischen Tonleiter. Aber das ist jetzt hier auch unwichtig. Hier kann ich ziehen an diesem Dreieck und dann bauen sich die Obertöne auf. Und du siehst, dass da ziemlich viele Obertöne mitschwingen, je nachdem, wie weit das Mikrofon geht. Ich benutze jetzt gerade hier das Mikrofon an der Webcam. Die geht nur bis 8000 Hertz. Ja, darüber sieht man keine Frequenzen mehr, auch nicht, wenn ich hier die Farbe hochdrehe, was so das Maximum der aufgenommenen Töne zeigt. Wobei das interessant ist, dass es hier wie unterschiedlich aussieht, ne, von Vokal zu Vokal. Ja, nehme ich die Farbe wieder raus, können wir differenzierter betrachten, wo sind hier die stärksten Obertöne. Die sind halt bei jedem Vokal unterschiedlich. Diese Zacken- oder Wellenlinie, die kommt von dem Vibrato in meiner Stimme. Das könnte man auch wegmachen, indem man einfach die Stimme etwas angespannter singen lässt und den Ton ganz klar führt. Mal schauen, ob ich das gerade auf Anhieb machen kann. Ich drücke nochmal auf Aufnahme. Okay, schaffe ich also auch den Ton ohne Vibrato zu singen. Ich spreche aber lieber von Klang, weil dann klar wird, in einem Klang sind mehrere Frequenzen enthalten. Und als Obertonsänger habe ich auch gelernt, diese zu manipulieren. Hier unten der Grundton. Und das will ich auch mal zeigen, wie das aussieht. Dafür nehme ich wieder ein bisschen mehr Farbe rein, sodass man den Obertonen auch in Rot oder Orange sieht. Je röter, desto mehr Energie ist jetzt in der Frequenz drin, die dann angezeigt wird. So, also ich werde jetzt einen Grundton gleich halten. Ich mache das Fenster hier nochmal ein bisschen kleiner. Moment, jetzt hat sich was verschoben. Das muss ich mal hier unten regulieren. Und zwar, ja, ich schiebe das hier rüber, da wo wir sind, und mache das Fenster kleiner, sodass wir mehr ins Detail reinschauen können. So, und jetzt werde ich den Grundton halten, wie eben bei den Vokalen, nur dass ich jetzt die Obertöne bewusst und absichtsvoll manipuliere, sodass du sie extra hören kannst, zusätzlich zu der Grundtonfrequenz. Und das macht dann den Höreindruck des zweistimmigen Singens, obwohl es natürlich weiterhin mit einer Stimme gesungen ist, aber eben zwei Frequenzen verstärkt sind. Schauen wir uns das letzte Stück nochmal an. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Farbe. So. Genau.
Also, man sieht bei mir, der Grundton hier unten, der schwingt die ganze Zeit stabil. Was da drüber aber auch stabil mitschwingt, ist die sogenannte erste Obertonfrequenz, also die erste Frequenz oberhalb des Grundtones, deswegen heißen die Obertöne. Man hat sich aber angewöhnt unter Obertonsängern, dass wir sagen, das ist die erste harmonische Teilschwingung des Gesamtklanges und das ist die zweite harmonische, die ist zweimal so schnell. Wenn ich das nochmal zeige hier mit so einer Linie und das ist hier Nummer 1, ich nehme die anderen nochmal weg, so fangen wir mal hier an. So, und das ist eben genau doppelt so schnell. Hier links siehst du das, 298 ist das Doppelte von 149. Das ist beides ein D, 25 Cent plus, nur eben mit einem Oktavunterschied. Und dann kommt die Quinte rein, in diesem Falle also ein A, auch mit 27 Cent Abweichung zu dem normalen A. Wenn das jetzt bei 440 Hertz wäre, ne? Und ich habe eben 447 Hertz gesungen. Mit dem Oberton übrigens. Genau. So, und das schwingt halt in einem Klang permanent mit, diese Obertonreihe. Und der Obertongesang macht es einfach nur hörbar. Ja, dass da diese ganze harmonische, und zwar naturharmonische Obertonskala mitschwingt. So. Und das war hier die Obertonmelodie, die ich halt gesungen habe, bewusst. Und das soll für heute auch erstmal reichen. Beim nächsten Mal zeige ich dir, wie man auch noch den Grundton verändern kann während des Singens. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann kannst du einerseits meine Webseite besuchen, die heißt stimmlabor.de. Oder einfach mal schauen nach Obertongesang-Workshops. Ich habe auch einen Videokurs auf meiner Webseite und auch Termine für Webinare, sodass du noch nicht mal nach Berlin kommen brauchst, wo ich momentan aktiv bin, auch mit Einzelcoachings und Gesangsunterricht, ganzheitliche Stimmbildung und Stimmanalysen, sondern kannst einfach von jedem Ort der Welt aus teilnehmen an dem Webinar.